Es gab am 2.10., also gar nicht so lange her, auch eine neue Google-Guideline, wie Sie vielleicht mitbekommen haben. Und in diesem Zuge wurden auch die Affiliate-Guidelines bei Google komplett neu überarbeitet. Zusammengefasst, was steht dort drin? Nämlich, was Google nicht möchte zukünftig, oder haben wir ja auch schon gemerkt in den letzten Monaten, dass viele Affiliate-Seiten abgestraft wurden, nämlich Google möchte keine reinen sogenannten Thin-Affiliate-Websites. Google hat nicht generell was gegen Affiliate, sondern sie möchten letztendlich qualitative, hochwertige Webseiten in ihrem Index. Also Seiten, was man halt in den verschiedenen Blogs liest, die von Panda betroffen waren, liegt es oftmals daran, dass ja, die Seiten eine kurze Verweildauer haben oder hohe Absprungraten. Das zweite sind geringe Click-Through-Raten. Was auch abgestraft wurde, sind Webseiten mit Ad-Farms, das heißt mit sehr viel Werbung auf der Webseite. Das gleiche gilt für Textwüsten, also wenn man auf irgendwelchen Seiten ist und man sieht, die Texte wurden irgendwie automatisiert generiert. Duplicate-Content kann ein Grund sein, das heißt, wenn Affiliate sich zum Beispiel einfach Produktdaten aus Affiliate-Programmen hernehmen und die eins zu eins auf ihren Seiten integrieren, ja, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass die Seiten abgestraft werden. Affiliate-Marketing kommt ja eigentlich aus dem klassischen Empfehlungsmarketing. Das heißt, ich muss Affiliate-Marketing nicht immer nur über klassische Banner oder ähnliches auf meiner Seite einbinden, sondern ich kann ja auch wirklich, wie Google auch in den Guidelines sagt, einen guten Vergleich machen oder Testberichte schreiben und doch dann eben verschiedene Partnerprogramme über Textlinks oder wirklich dann über Empfehlungen eben einbinden und muss es nicht so ausschauen lassen wie einfach nur plumpe Werbung. Die EU-Privacy-Richtlinie, die ja jeder auch schon mal sicherlich gehört oder gelesen hat. Und hier geht es nämlich darum, dass die EU eigentlich vorgeschrieben hat, dass die Mitgliedstaaten der EU sicherstellen müssen, dass Daten, die gespeichert werden, der User seine Einwilligung eigentlich geben muss. Das Ganze ist auch bekannt unter dem Begriff Cookie-Richtlinie. Es ist aktuell so, dass eigentlich fast noch kein Land die genauen Vorgaben der EU-Privacy-Richtlinie umgesetzt haben. Es gibt nämlich auch einen Umsetzungsvorschlag von der Artikel 29 Datenschutzgruppe. Das ist eine bestimmte Gruppe, die sich in der EU mit der ganzen Thematik auseinandersetzt. Und die haben Vorschläge gemacht, wie denn diese Umsetzung ausschauen könnte. Nämlich der erste Vorschlag ist über einen statischen Informationsbanner. Das heißt, dass man oben auf seiner Website irgendwie einen Link setzt mit weiteren Informationen über Daten, die gespeichert werden, um den User darüber aufzuklären. Das zweite ist ein Splash-Screen, das heißt so ein Overlay, wenn man auf die Seite kommt, die dann ja, den User darüber informiert, welche Daten jetzt von ihm gespeichert werden und dann vielleicht auch nach seiner Einwilligung fragen. Und die dritte Möglichkeit wäre ein Pop-up, das heißt, dass man auch hierüber sehr prominent ja, seine User fragt, ob sie denn die Cookies akzeptieren oder dem User auch die Möglichkeit gibt, seine Cookies zu bearbeiten. Meine Empfehlung ist, wie gesagt, dass man sich generell mit der Thematik weiter beschäftigen sollte. Und es kann ja generell nie schaden, wenn man irgendwie einen Link auf seiner Seite setzt und dann über weitere Infos den User darüber informiert, welche Daten oder welche Cookies denn generell gesetzt werden. Ob es Google Analytics Codes gesetzt werden, ob ich jetzt Facebook nutze und ähnliche Sachen. Das wäre schon mal zumindest ein Anfang.